nur auf die Hufe zu fokussieren, sondern die Hufe als Teil des gesamten Pferdes zu beurteilen, weil es da zahlreiche Wechselwirkungen gibt. Ein Pferd darf auf schwierem Untergrund, zum Beispiel auf losen Steinen oder in tiefem Matsch, umsichtig laufen, aber es sollte nicht bei jedem Tritt auf den Stein einknicken. Hi, ich bin David von der Calm Horse Academy. Im folgenden Video erwartet dich wie immer super interessantes Pferdewissen. Wenn du keine Videos mehr verpassen willst, dann würde ich mich wirklich riesig freuen, wenn du den Kanal einmal abonnierst und auch direkt auf diese kleine Glocke dann klickst. Das kostet dich wirklich nichts, aber durch dein Abo hilfst du uns und motivierst uns natürlich, noch mehr tolles Pferdewissen zu verbreiten. Und jetzt viel Spaß beim nächsten Video. So, hallo, liebe Tina. So, hallo. Wir hören dich heute nur aus technischen Gründen, dafür hören wir dich aber sehr gut. Und du hast ja auch uns eine ganz tolle PowerPoint vorbereitet, wie gerade schon gehört, die du uns heute zeigst und was zum Thema gesunde Hufe und optimale Leistungsfähigkeit erzählst. Das finde ich klasse. Wenn du magst, stell dich doch eben mal kurz vor und sag noch mal ein bisschen was zu dem, was du tust und wie du denn auch dazu gekommen bist, dich jetzt mit dem Thema, also haupt mit dem Thema Huf und natürlich auch verstärkt mit dem Thema Barhuf auseinanderzusetzen. Ja, ich bin Tina Gottwald. Ich bin beruflich promovierte Physikerin und auch hauptberuflich als solche tätig. Und Pferde sind seit Kindheit an mein Hobby. Reite seit meiner Kindheit, seit einigen Jahren fahre ich auch. Und ich habe schon als Jugendliche Hufe bearbeitet, habe dem Schmied geholfen, mal hier in Nagel reinzuschlagen, aufzuhalten und so weiter. Und habe mich dann angefangen für Hufe zu interessieren und wollte dann mehr lernen. Und habe dann einfach angefangen, im Hufbereich tätig zu werden. Das war ungefähr 2001, 2002, wo ich mich angefangen habe, intensiver mit den Hufen zu beschäftigen. Und seitdem hat mich das nicht mehr verlassen. Und habe da weitergemacht und habe angefangen, zunächst nur in eine Homepage zu schreiben. Später ist da auch ein Buch draus geworden. Ich gebe Hufkurse, ich bearbeite im kleinen Rahmen ein paar Hufe und vor allem aber die meiner eigenen Pferde. Ja, das ist ja richtig spannend. Vor allem auch schon eine lange Geschichte. Ich denke, wenn du dann später auch bei der Berufswahl der Physikerin gelandet bist, und dann ist es ja auch nicht abwegig, dass du dich dann gleich schon für Hufe, für Tragfähigkeit und ja, einfach Statik des Hufes, sag ich mal so, interessiert hast. Das war wahrscheinlich von Anfang an einfach auch schon ein bisschen so dein Faible, ne? Genau, das ist sehr, sehr Ja. spannendes Thema, finde ich. Da kann man viel erreichen. Ja, auf jeden Fall. Das kann Ja. ich genauso unterschreiben. Das ist toll. Und du hast auch gerade schon erzählt, dass du ein Buch geschrieben hast. Und das ist, haben wir uns gerade vorhin schon mal ganz kurz vor dem Video darüber unterhalten, 2011 zum ersten Mal herausgekommen. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, die dritte verbesserte, überarbeitete Auflage. Ist das richtig? War die dritte, gell? Müsste sein, ja. Gerade eben nochmal geguckt, aber das verlinken wir auf jeden Fall dann noch später nochmal unter deinem Video, unter deinem Interview. Und da kann jeder nochmal reinschauen, sowohl auf deine Homepage als auch natürlich sich überlegen, ob er sich denn gerne auch dein Buch zulegen möchte, was ich natürlich dann nur empfehlen kann. Ja, wunderbar, das klingt richtig spannend. Und dann freue ich auch mich schon tierisch auf die Inhalte. Und genau, dann zeig uns doch mal, was du uns so mitgebracht hast, damit wir uns auch ein bisschen was anschauen können. Das ist ja speziell bei diesem Thema natürlich besonders interessant. So, ich möchte mit der Motivation starten. Und zwar ist die Motivation, sich mit den Hufen intensiver zu beschäftigen, dass man ein möglichst gesundes, glückliches und leistungsfähiges Pferd hat, dass das auch bis ins hohe Alter bleibt. Und ein wichtiges Fundament dafür sind starke, leistungsfähige Hufe, weil diese allerlei Huf- und Beinproblemen sehr effektiv vorbeugen. Und wenn man zusätzlich zu den Kenntnissen rund um den Barhuf auch noch Kenntnisse zu Hufschutz hat, wie man Hufe schützen kann, ohne sie kaputt zu machen,
kann man ein uneingeschränktes Reitvergnügen genießen, auch zum Beispiel auf Wanderritten oder im Sport bei sehr hohen Belastungen. Zu Hufschutz werde ich heute nichts erzählen, das wäre was für einen anderen Vortrag. Ja. Zu dem, was ich heute vorbereitet habe, ist ein gewisses Grundwissen zum Thema Huf. Und das Wichtigste ist mir, ein Einschätzen der Hufsituation näher zu bringen. Also habe ich Problemhufe oder nicht? Möchte ich beginnen mit der Einschätzung des Pferdes, ein bisschen Hufanatomie und Grundprinzipien, um zu verstehen, wovon wir reden. Anschließend möchte ich darauf eingehen, wie man gesunde Hufe erkennt. Dann zeigen, wie eine Routinebearbeitung von einem halbwegs gesunden Huf aussieht. Und am Schluss ein paar Hufprobleme zeigen, also häufige Probleme im Beispiel, habe ich ein paar ausgesucht. Die Leistungsfähigkeit des eigenen Pferdes einschätzen und zum Schluss auf die Frage eingehen, wie viel Perfektionismus am Huf ist notwendig. Ja. Genau. Und dann fangen wir mal an mit der Pferdebeurteilung. Ganz wichtig ist es, sich nicht nur auf die Hufe zu fokussieren, sondern die Hufe als Teil des gesamten Pferdes zu beurteilen, weil es da zahlreiche Wechselwirkungen gibt. Wir sollten uns also zunächst den körperlichen Zustand des Pferdes anschauen, seinen Futterzustand, sein Laufverhalten und die Hufe im Zusammenhang damit. Das ermöglicht uns, Gesundheit, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit des Pferdes zu optimieren. Ganz wichtig ist, dass Pferde als Fluchttiere ihre Schmerzen nicht so offensichtlich zeigen, wie zum Beispiel ein Hund oder ein Mensch. Und es liegt in unserer Verantwortung, die Pferde sehr sorgfältig zu beobachten. Zum Beispiel, was den Gesichtsausdruck angeht, was die Körperhaltung angeht, was das Sozialverhalten, das Laufverhalten angeht. Hier möchte ich mal kurz ein paar Beispiele zeigen, zum Gesichtsausdruck zum Beispiel. Dieses Pferd hier ist auf der linken Seite des Bildes entspannt und glücklich. Und auf der rechten Seite hat es Schmerzen. Es war Teil einer Studie. Das Pferd wurde kastriert, deswegen hatte das Schmerzen. Und man sieht deutlich, dass die Nüsternpartie sehr verspannt ist. Die Zähne scheinen aufeinander gebissen zu werden. Die Ohren sind starr nach hinten gerichtet. In dem Fall nicht so deutlich, aber auch typisch sind so halbgeschlossene Augen. Da gibt es, kann man noch mehr drauf eingehen, hier nur als zum Reinschnuppern. Worauf man achten sollte, ob sich ein Pferd wohlfühlt oder nicht. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass ein Pferd sich offensichtlich unwohl fühlt, könnten die Hufe ein Teil des Problems sein, was wir uns dann genauer anschauen möchten. Als nächstes sollten wir uns das ganze Pferd in der Bewegung anschauen. Und da möchte ich kurz ein Video mit euch teilen. Das muss ich mal kurz umschalten jetzt. Im Video sehen wir einen zweieinhalbjährigen Ponywallach, der steht entspannt mit seinen Beinen im Wesentlichen gerade unter seinem Körper. Der guckt entspannt in die Welt und zeigt keine größeren Gebäudemängel. Dann schauen wir uns das Pferd als nächstes mal in Bewegung an. Und sehen, wie der Kleine vortrabt. Da sehen wir, das Pferd trabt entspannt, trabt lahmfrei, geht munter vorwärts. Das ist genau das, was wir sehen wollen. Der ist natürlich noch nicht ganz, ist nicht wirklich ausgebildet, der trabt noch nicht so wirklich gerade vor. Aber man sieht, das Pferd geht entspannt. Das wollen wir sehen. Das ist also wichtig, dass man sich sowas anschaut und darauf achtet. Ich schalte jetzt wieder um auf meinen Vortrag. Ja, da sind wir wieder. Jetzt will es gerade nicht, Entschuldigung. Ja. Genau. Worauf wir unbedingt achten sollten beim Laufen des Pferdes ist, dass ich ein 100% des gutes Laufverhalten sehe. Häufig sieht man Pferde, die so halb gut laufen. Damit meine ich, dass ein Pferd nicht zu seinem vollen Potenzial auflaufen kann, sondern
weil es sich zum Beispiel auf seinen Hufen nicht ganz wohl fühlt, eine eingeschränkte Bewegung zeigt. Wir möchten sehen, ein freies, flüssiges Vorwärts im regelmäßigen Takt, das sehen wir am besten im Trab. Natürlich keine Lahmheitsanzeichen wie Kopfnicken oder unregelmäßige Bewegungen in der Gruppe. Insbesondere sollten wir darauf achten, dass das Pferd nicht fühlig läuft. Das Pferd sollte geradeaus laufen und nicht zwanghaft auf dem Grasstreifen ziehen. Und wir möchten eine entspannte Körperhaltung sehen mit einem Pferd, was schwingt. Ja? Die absolute Bewegungsqualität interessiert uns in diesem Zusammenhang eigentlich wenig. Das sollten wir als in der Veranlagung des Pferdes abgleichen. Zum Beispiel zeigt ja ein Dressurpferd oder ein Westernpferd eine ganz andere Bewegungstyp. Dieses Video ist in zwei Teile aufgeteilt. Den zweiten Teil findest du entweder kostenlos während dem Kongress oder du kannst dir alle Videos sichern, wirklich zum Downloaden, zum immer wieder anschauen. Hier unten in der Videobeschreibung, da findest du alle Details dazu. Ansonsten eine kurze Erinnerung, auch von der Fee. Fee, was sagst du? Genau, bitte YouTube-Kanal einmal abonnieren. Das kostet dich nichts, das hilft uns aber wirklich, noch mehr Wissen zu verbreiten. Und ich freue mich, wenn du hier gleich auf Abonnieren und dann auch auf die Glocke klickst. Bis dann!